Salve! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Leseproben, die ich gelesen habe. Ich habe 8 Leseproben in letzter Zeit gelesen von wirklich interessanten Büchern. Die möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Und was ich diesmal nicht dazu sagen werde, ist, welche ich tatsächlich von diesen Büchern dann lesen werde. Das seht ihr dann im Unpacking, was wahrscheinlich nächste Woche kommt. Das erste Buch ist eine Neuerscheinung aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag und da habe ich es in der Verlagsvorschau gesehen. Das ist am 7. Mai gerade erschienen und es heißt, was wir voneinander wissen, von Jesse Greengrass und hat nicht allzu viele Seiten, sind 224 Seiten und das gebundene Buch wird 20 Euro kosten. Und ja, dieser Roman hat mich eben aufgrund seines speziellen Covers irgendwie gecatcht. Da muss ich gleich mal in den Klappentext reinlesen. Und es geht um die philosophischen Fragen des Lebens, nämlich wie man eine Entscheidung trifft. Und dabei nimmt wohl die Protagonistin, das ist eine Ich-Erzählerin, sehr viele berühmte Persönlichkeiten auseinander. Zum Beispiel den Erfinder der Röntgenstrahlen oder auch die Beziehung zwischen Sigmund und Anna Freud. Und ich habe die Leseprobe gelesen. Ich war sofort in der Stimmung und in dem Ton des Buches drin und kann sagen, dass die Sätze sehr weich dahin geflossen sind und die Ich-Erzählerin sitzt am Fenster und schaut ihrem Kind beim Spielen zu und wahrscheinlich ihr Ehemann spielt gerade mit dem Kind und sie ist gerade mit dem zweiten Kind schwanger. Ja, lässt dann alles so ein bisschen Revue passieren, aber eben nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch so ein bisschen die Weltgeschichte und ja, es klingt vielversprechend und ja, ob das Buch bei mir einziehen wird, das erzähle ich euch im nächsten Video. Das nächste Buch hat 304 Seiten, ist noch nicht erschienen. Das passiert nämlich erst am 25. Mai und es heißt von Hubert Achleitner Flüchtig. Und ja, mir gefiel das Cover besonders. Ich weiß nicht warum, aber wenn Wolken auf dem Cover sind, da ist schon mal auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit dem Buch zugewandt. Und in dem Roman geht es um die Ehefrau des Protagonisten, die plötzlich verschwindet. Und natürlich möchte der Ehemann sich auf die Suche begeben. Und ja, wir steigen auch ins Buch ein. Also die Leseprobe beginnt damit, dass ja, die Protagonistin verschwunden ist und ihm eine Nachricht hinterlässt und er aufgrund dessen Kontakt mit einer anderen Person aufnimmt, die wohl irgendwie sehr viel Kontakt hatte in der letzten Zeit. Es sind schon Jahre, seitdem die Person verschwunden ist. Ich glaube, so anderthalb waren es. Und will aber nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Sehr mysteriös auf jeden Fall. Und danach steigen wir erstmal in die Vorgeschichte ein, wie der Protagonist die Flüchtige, die Vermisste, was auch immer, kennengelernt hat. Es spielt in den Bergen und der ganze Roman hat eine, ja, musikalische Note, denn der Autor Hubert Achleitner, der ist wohl für Alpenrock bekannt. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber vielleicht kennt ihn einer von euch. Und natürlich spiegelt sich das in dem Buch wieder. Das war irgendwie auch klar. Ich habe das bei Vorablesen entdeckt. Da kann man die Leseproben eben auch Vorerscheinungen schon anlesen. Und ja, vielleicht interessiert euch dieser Roman. Dann schaut da gerne mal rein, ob ich den lesen werde. Wisst ihr ja schon, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Das nächste Buch habe ich beim Deutschlandfunk Büchermarkt Podcast entdeckt und ebenso wie die Rezensenten dort miteinander gesprochen haben, hat mich das sehr interessiert. Es geht um einen Migrationsroman, der kein Migrationsroman ist. Die Rede ist von Marina Frenk, Ewig her und gar nicht wahr. Es hat 240 Seiten und ist bereits erschienen und zwar im Wagenbach Verlag. Und die Autorin reflektiert dort ihre eigene Vergangenheit, wie sie eben in den 90er Jahren nach Deutschland migriert ist. Sie kommt aus Moldawien und hat wohl eine russisch-jüdische Vergangenheit und etabliert sich in Berlin als Künstlerin. Und dabei ja, macht sie einen Querschnitt durch ihr ganzes Leben. Und das Buch, die Leseprobe, beginnt eben wirklich am Anfang, als sie noch Kind ist und als sie fliehen musste. Sie erzählt davon, wie sie in ihrer Wohnung ist, wie die eingerichtet ist, wie sie ihre Mutter empfindet und dann kommt jemand vorbei und behauptet, diese Wohnung würde jetzt dieser Familie gehören und fängt auch an, die noch da wohnende Familie zu beschimpfen aufs Vulgärste. Am Anfang war die Sprache des Buches sehr kindlich, alles ist aus einer Kinderperspektive geschrieben und ich vermute mal, dass das sich noch verändern wird im späteren Roman und das Buch ist auf jeden Fall interessant und dadurch, dass ich bei dem Büchermarkt vom Deutschlandfunk die Cover nicht sehe, sondern nur das höre, was die Rezensenten dort besprechen, finde ich das ganz interessant, weil ich glaube, ich hätte mir das Buch, wenn ich nur das Cover gesehen hätte, gar nicht genauer angeguckt. Aber ja, so ist es dazu gekommen, dass ich Leseprobe gelesen habe.
Das nächste Buch ist schon etwas länger draußen. Am 23. Juli 2014 ist erschienen Die unsichtbare Grenze von Dominique Anne Schütz. Und das Buch habe ich entdeckt bei der lieben Yvonne Lesen und so. Also bei Yvonne, und ihr Kanal oder ihr Account auf Instagram heißt Yvonne Lesen und so. Da hole ich mir sehr viele Buchinspirationen. Die Yvonne und ich, wir stehen auch im persönlichen Kontakt und diskutieren immer ein bisschen über Bücher und über Büchergeschmack. Und ja, das war bei ihren Highlights dabei und es klang interessant. Es geht um ein Dorf, Fanel im Walsertal, und wenn man in die Leseprobe einsteigt, wird es ganz schnell ganz mystisch. Also es machen sich zwei Wanderer auf, um den Nebel, den immer andauernden Nebel zwischen den Bergen in der Nähe des Tals, wo dieses Dorf eben ist, ein bisschen genauer zu untersuchen und entdecken dort eine warme Quelle. Und zwischen diesem Nebel, in dieser warmen Quelle, entdecken sie noch etwas, nämlich ein Mensch oder ein Tier, ich sag mal ein Mensch mit Fell, den sie als Leibhaftigen bezeichnen. Und der warnt sie, er möchte nicht beim Baden gestört werden. Sie denken, es ist die teuflische Erscheinung. Der eine stürzt sogar vor Angst ab und der andere kommt halb benommen vor Angst wieder im Dorf an. Und ja, so ist eine Sage in diesem Dorf entstanden. Diese Geschichte ist schon sehr alt. Ja, man weiß natürlich als Leser jetzt nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Und es entsteht auf jeden Fall eine sehr, sehr streng katholische Gemeinde. Und wir verfolgen dann im Weiteren den Protagonisten Andreas, der sich dort irgendwie zurechtfinden muss. Mein erster Eindruck von der Leseprobe ist, dass ich gar nicht so eine tolle Sprache erwartet habe. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat so ein bisschen märchenanklingenden Ton, aber doch mit sehr viel Mystik darin und klingt auch so ein bisschen nach viktorianischem Buch. Und das hätte ich gar nicht bei so einem irgendwie dörflichen Setting erwartet. Das kann ich mal so stehen lassen. Ja, und ob ich dieses Buch lesen möchte, ob ich mir das bestellt habe, wisst ihr. Kommt dann im Unpacking. Das nächste Buch hat 441 Seiten und ist auch schon bereits 2016 erschienen. Es heißt Verlangen und ist von Chris Steenberge geschrieben. Scheint ein Mann zu sein. Ja, das habe ich auch aufgrund von Yvonnes besonderen Lobesklängen mir angesehen. Denn es geht um eine junge Frau, die bekommt Zwillinge und einer der Zwillinge hat kein Gesicht. Das ist so die Grundprämisse des Buches. Ich kann sagen, als ich in die Leseprobe eingestiegen bin, war der Ton des Buches so ein bisschen provinziell. Also es schwang dort so ein bisschen mit, dass wohl die Menschen dort auch so ein bisschen vorurteilsbehaftet sind und auf ihren Ruf achten und das eben auch auf ihre Tochter stülpen. Die Tochter Elisabeth ist neugierig und liest gerne Bücher und hat so eine spezielle Beziehung mit einem älteren Herrn irgendwie, der in der Nähe wohnt, und dort leiht sie sich Bücher aus, indem sie durchs Dickicht läuft und an eine besondere Stelle, wo er die Bücher für sie versteckt, dann eben das, was sie gelesen hat, austauscht und das, was sie wieder lesen möchte, wieder von ihm mitnimmt. Diese Beziehung zueinander wirkte jetzt in erster Linie überhaupt nicht sexuell oder sowas, in keinster Weise falsch verstehen, aber es ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Deswegen steht Elisabeth jetzt, glaube ich, auch nicht besonders offen dazu. Und ich weiß auch nicht, ob diese Beziehung überhaupt im Rest des Buches noch interessant sein wird oder präsent. Demnach ist sie natürlich ein junges Mädchen, neugierig und lernt einen Jungen kennen, der ein bisschen in Verruf geraten ist aufgrund seiner Geschwister. Die haben sie schon mal auf schiefe Art und Weise angesprochen, aber er scheint da ganz anderer Natur zu sein und die beiden mögen sich, die treffen sich und die kommen im Grunde als Pärchen zusammen und die Eltern von ihr sind dagegen und signalisieren ihr das ganz klar und schicken ihn auch sofort weg. Also sie halten sich für was Besseres. Ja, und am Ende der Leseprobe bekommt sie einen Heiratskandidaten vorgestellt, mit dem sie gleich eine ganz große Antisympathie, ja, sagt man das so? Antipathie, so heißt es. Bemerkt. Also den mag sie gar nicht. Ich bin interessiert, wie es weitergeht. Der sprachliche Ton war jetzt ein bisschen anders als erwartet, könnte sich aber noch entwickeln. Ja, das Buch hat ein paar Seiten, kann man sehr günstig schon bekommen, weil es eben schon länger auf dem Markt ist. Ja, und ob es dann letztendlich bei mir einziehen wird und inwiefern ich der Yvonne vertraue, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Dieser Text durchbricht die Kälte unserer Zeit und legt offen, was wir in unserem Innersten sind, schrieb
Katja Gasser vom ORF. Das stark gesellschaftlich relevante Debüt von Dominik Bartha ist aus dem Zollnay Verlag. Das ist so ein Unterverlag von der Hansa-Gruppe, von der Hansa-Verlagsgruppe. Und Dominik Bartha hat Vom Land geschrieben, ist also auch eine Neuerscheinung. Am 27. Januar ist die erschienen, also nicht niegelnagelneu, aber jetzt in diesem Jahr, hat 176 Seiten. Und diese Phrase, die man dort lesen konnte, die hat dann mein Interesse erweckt. Es geht darum, dass eine Bäuerin krank wird und der Ehemann nicht so richtig damit zurechtkommt und die ganze Familie zusammentrommelt. Und durch diese Situation, durch dieses Zusammentrommeln der Familienmitglieder ergeben sich wohl ziemlich interessante Konstellationen, weil die wohl in der Beziehung zueinander sehr angespannt sind, irgendwie sich nicht recht verstehen. Ich weiß es nicht genau. Die Leseprobe fiel natürlich bei der kurzen Seitenanzahl des Buches recht kurz aus. Deswegen kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass das mich jetzt sprachlich nicht komplett überwältigt hat, sonst würde ich es euch wahrscheinlich jetzt sofort schon zeigen. Und dass der Anfang jetzt gar nicht so war wie erwartet. Also man steigt jetzt nicht in die Geschichte ein und bedauert erstmal diese Bäuerin, die total krank ist. Irgendwie drehte sich das alles mehr so um den Vater und seine Gefühle, so habe ich das jetzt in Erinnerung. Es war ein bisschen kurzweilig. Das weiß ich noch. Aber irgendwie hatte es so seinen ganz eigenen Charme. Also es kann sein, dass sich daraus etwas ganz Interessantes entwickelt. Das kann ich noch nicht sagen. Die Leseprobe war, wie erwähnt, eben sehr schnell vorbei. Ja, das ist auch eine Leseprobe, die ich diesen Monat gelesen habe. Und dass ich es euch nächstes Video zeige, ob es eingezogen ist oder nicht, das spare ich mir an der Stelle. Die nächsten beiden Bücher habe ich bei Nicole Seifert oder Dr. Nicole Seifert, wie ich jetzt gelesen habe, entdeckt. Und zwar ist sie eine Übersetzerin und sie hat auch schon die Bücher von Sarah Moss und noch einige andere übersetzt. Und deswegen habe ich irgendwie einen Bezug zu ihr. Ich verfolge sie auf Instagram und schätze ihren Buchgeschmack und lasse mich da gerne inspirieren. Und auch die nächsten beiden Bücher sind eben deshalb in meine Aufmerksamkeitsspanne gekommen. Und das eine Buch, wenn ich euch das Cover jetzt zeige, wirkt irgendwie, also für mich zumindest auf den ersten Blick, ganz anders als das, was es eigentlich ist. Es heißt Wild Game und ist geschrieben von Adrienne Brodeur. Klingt französisch, aber sie hat es eigentlich aus dem Englischen übersetzt, keine Ahnung. Man sieht ein junges Mädchen und den Titel Wild Game und meine erste Vermutung ist da irgendwie New Adult Roman. Aber wenn man genau hinguckt, das Mädchen ist dann für New Adult Roman dann doch noch etwas zu jung. Und Wild Game könnte vielleicht auch auf was anderes schließen als irgendeine besondere Beziehung zwischen Mann und Frau. In Wild Game geht es nämlich um eine psychologisch interessante Beziehung zwischen Mutter und Tochter. Also die Mutter ist eine Exzentrikerin und stülpt ihr eigenes Leben so ein bisschen über das Leben der Tochter. Und die Tochter sinniert im Erwachsenenalter eben genau über diese merkwürdige Beziehung, die ihr natürlich auch erst, wo sie erwachsen geworden ist, dann etwas klarer geworden ist, dass da also irgendwas falsch gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass das Buch 272 Seiten hat. Die Mutter heißt Malabar und wir befinden uns in einer Küstenregion in Amerika. Und Malabar ist so ein bisschen so eine exzentrische Frau und wird sehr geachtet von ihrem Bekanntenkreis, weil sie bei ihrem Mann geblieben ist, obwohl der einen Unfall hatte und eben eingeschränkt ist im Leben. Und sie, der Mann, der beste Freund vom Ehemann und dessen Frau verabreden sich öfter zu Dinnerpartys. Und der beste Freund bringt Wachteln mit und sie zaubert daraus ein ganz interessantes Essen. Und die Tochter ist dabei, die darf sogar mit 14 schon Wein trinken und stiehlt sich aber aus der Situation heraus und flitzt an den Strand und macht dort auch ihre ersten Erfahrungen mit jungen Männern, mit Jungs. Ja. Der Erzählton ist im ersten Augenblick zwar aus einer Kinderperspektive, doch man merkt sofort, dass da ein gewisser Tiefgang dabei ist. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das habe ich gar nicht erwartet. Und die ganze Symbolik in dieser Leseprobe bezog sich eben auch auf das Meer. Sie hat immer Metaphern und Vergleiche, die irgendwie in Bezug auf das Meer waren, hinzugezogen. Und das fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. War unerwartet. Und das gepaart mit dieser kindlichen Sprache ist mal was anderes. Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich hätte aufgrund des Covers mir dieses Buch auch nicht angeguckt. Und bin froh, dass ich es trotzdem entdeckt habe und jetzt weiß, worum es geht. Olga Tokarczuk, wenn ich das richtig spreche, hat geschrieben, Gesang der Fledermäuse ist ein Buch mit 320 Seiten, gibt es auch gebunden und ist am 29. November 2019 erschienen, also auch noch nicht ganz so alt.
Das Buch ist angepriesen als eine sehr philosophische Geschichte und wir begleiten eine ältere Lady in der Leseprobe, wie sie mit ihrem Nachbarn, Margot hieß er, glaube ich, den toten Nachbarn begutachten. Und der heißt Bigfoot. Und unsere Protagonistin fällt halt sehr auf, weil sie sehr unkonventionell ist. Die leben wohl auf so einem Hochplateau an der polnisch-tschechischen Grenze. Das ist mehr oder weniger sind so Einsiedler oder Aussteiger, also irgendwie so eine Art Leben führen die. Ihr Nachbar ist wesentlich konventioneller als sie, also der achtet auf Sauberkeit in der Küche und sie ist da ganz anders. Und sie erzählt erstmal, dass sie ihren Nachbarn Bigfoot, der jetzt irgendwie tot auf seinem Boden liegt, gar nicht leiden konnte und warum sie ihn nicht leiden konnte. Und wir befinden uns in der Leseprobe sehr viel in ihren Gedanken. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie die Atmosphäre auf diesem Hochplateau darzustellen. Das kann alles noch kommen. Ich kann ja nur beurteilen, wie die Leseprobe war. Und die Gedanken von der Protagonistin sind sehr, sehr sprunghaft und ich muss sagen, sehr, sehr interessant. Sie packt da gleich ins erste Kapitel sehr viel von ihrer Weltanschauung hinein und ich muss sagen, dass der Ton mir gefallen hat. Das ist auch ein Buch, Gesang der Fledermäuse. Ich weiß nicht, warum der Titel so heißt. Das hätte ich mir, glaube ich, jetzt so gar nicht angeguckt und deswegen sind Buchempfehlungen auf anderen Kanälen, auf die man sich verlassen kann, immer sehr, sehr wichtig, weil wie man das schon weiß, ein Cover, wenn man so ein Genrespringer ist wie ich, sagt meistens über den Inhalt auch nicht viel aus. Ich hoffe, für euch war einiges dabei. Ich habe ja insgesamt 8 Bücher vorgestellt. Mich würde interessieren, was ihr denkt, welche Bücher ich mir gekauft habe. Es sind 4 oder 5, ich weiß es nicht, also mindestens 4. Und sobald die alle angekommen sind, werde ich mit euch ein Unpacking machen und dann könnt ihr euch angucken, welche tatsächlich bei mir eingezogen sind und welche ich lesen möchte. Und ja, freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bye, bye.